So, damit herzlich willkommen zurück zu FIFA und der Partie gegen Manchester United. Das Rückspiel vor allen Dingen. Hinspiel war 1:1. Das heißt, wir müssen auswärts Minimum, wenn wir unentschieden spielen, schon auf 2:2 kommen. Ja, so wie die letzten beiden Partien gelaufen sind, vor allen Dingen gegen Mainz und gegen, auch gegen Leverkusen, auch gegen Köln vorher eigentlich schon, wird das ein ganz hartes Stück Arbeit, vor allen Dingen für unsere Stürmer. Gut, gegen Leverkusen konnten wir dann am Ende noch gewinnen. Und jetzt heißt es gegen United entweder auswärts gewinnen. Oder unentschieden höher als 2:2 zu spielen, um sich die Auswärtstorregelung in die nächste Runde einzuziehen. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Und der Weg ins Viertelfinale wird nicht einfach. Okay, gehen wir rein ins Match. Ja, zumindest erstmal die Matchvorbereitung. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Ja, klar, müssen wir weiterkommen. Klar wollen wir den Sieg. So, auf Okay, geht's. Ins Match gegen eben Manchester United. Auf geht's. Ja, Champions League, das wird definitiv nicht einfach werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er wird heute im Fokus stehen, denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Herzlich willkommen im Old Trafford in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Wir kommen zum Achtelfinalrückspiel in der UEFA Champions League. Es geht um den Einzug unter die letzten 8. Manchester United gegen Schalke 04. Könnte so ein Spiel werden, in dem die Auswärtstore eventuell eine Rolle spielen. Es wird auf jeden Fall spannend. Remis im Hinspiel, eine Partie ohne echten Favoriten. So, gehen wir in die Vorbereitung. Wie gesagt, United ist natürlich auch heiß, gerade im heimischen Stadion. Dieses 1:1, ja, Wie viel ist es wert? Wie viel ist es wert? Das ist die ganz, ganz große und dicke Frage. Ob wir das heute hinbekommen? Gucken wir mal. Aber wir haben Paris gestürzt, wir haben Tottenham gestürzt. Mal schauen. Warum nicht auch United? Rashford. Er wartet da jetzt, er wartet auf die Unterstützung der Kollegen. Ah! Martial. Anspiel kommt gut. Donny van de Beek. Wieder Pogba. Ah, das ist natürlich zu. Das ist natürlich blöd, dieses Sommerspiel. Die gelbe Karte schon von Paulinho. Das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Nach 6 Minuten schon eine gelbe Karte zu kriegen. Torentfernung, das dürfte keinen direkten Abschluss geben. Ne, gibt es auch nicht. Schon ausgeführter Freistoß. Ja, das wird ein hartes Stück Arbeit, definitiv. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Ne, das war dann am Ende doch zu unpräzise, da hat eine Menge gefehlt. Ja, der ist durch erstmal, der Ball. Superstars heute. Jetzt nimmt das allein. Tor! Lukas Alario, 1:0. 10. Spielminute. Richtig.
Aber das war dieser endlich mal was funktioniert. Dieser Ball auf Richter, der außen auf rechts durchgehen kann. Und dann steht Alario, genau. Gold, richtig. Tor Nummer 9 für ihn in der Champions League. Setzt sich da durch. Hinterläuft den Verteidiger. Ich glaube, Maguire war es. Und dann legt der Ball. Ne, Lindelöf war es, glaube ich, oder? Wer auch immer. Auf jeden Fall steht es 1-0 für uns. Und das ist ein frühes Tor. Und wir brauchen jetzt Minimum noch eins, um den absolut riesen Schritt zu machen in Richtung nächste Runde. Aber wie gesagt, das ist noch alles als noch Marcolo Tor. Ich meine, selbst 2-2 würde reichen. Wir brauchen auf jeden Fall Minimum noch einen Treffer. Martial. Ja! Und jetzt geht gelb für die Nummer 9, das ist Martial. Und das ist ein taktisches Foul, weil der wäre nämlich gefährlich geworden vielleicht. Savage. Damit sollte er aber klar kommen. Als Torjäger ist er ja nicht so extrem gefährdet. Er wird sich einfach etwas zurücknehmen. Na, es könnte Ecke geben. Und das gibt Eckball. Ja. Gibt es auch. Jetzt Eckball. Ja. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hereingabe. Ball ist erstmal wieder weg. Die Flanke kam nicht gut an. Martial. Ball ist bei Martial. Rashford. Na, da musst du ein bisschen aufpassen, dass du den nicht zu nackig da hinten stellst. Und genau das ist jetzt passiert. Dedic. Aktion läuft weiter. Der hat uns die Flanke eben verloren. Das ist nicht ganz ungefährlich. Zentner. Danny Lazza. Javairo. Ja, der war nicht. Ja. So, De Rosa und jetzt mal ein bisschen Platz gegen Wambi Saka. Und der war nicht ganz ungefähr, unwichtig, dieser Kopfball, den dann zu holen, weil die Flanke wäre durch gewesen, weil dahinter wäre, glaube ich, Alario frei gewesen und hätte dann vielleicht sogar einnicken können, aber. Ballverlust United. Passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Nein. Eigentlich war es kein Foul. Nein. Okay, gucken wir kurz drauf. Doch, war richtig. Okay. Kommando zurück. Glatzer gelb, der nächste. Also, zwei gelb verlassen vor bei uns. Und ja, Martial bei United. 33. Minute. Das wäre ein Traumtor gewesen, wenn er den gemacht hätte. Jetzt der Konter mal auf United. Schalke, ja, guter Ball. Die Flanke kam aber diesmal nicht durch beim Richter. Marco Richter. Und der Elfmeter. Elfmeter für Blau-Weiß. Elfmeter für Blau-Weiß. Skriniar, der übrigens da den entscheidenden Zweikampf verloren hat, eben gerade vor dem 0-1. Gelb, Skriniar, Elfmeter, Schalke. Die Chance zum 2-0. Und der Elfmeter ist übrigens genau richtig. Das hätte mich schwer gewundert, wenn der Schiedsrichter das Ding da nicht gepfiffen hatte. Was war ein klares Foul, dann ist es gelb gerade auch richtig berechtigt. Und Alario hat die Chance, jetzt auf das 2-0 vor der Pause zu stellen. Und den nächsten Riesenschritt weiter zu. Und das ist so bitter. Knapp vorbeigezielt. Also. Vorne jetzt die Balleroberung. Die Gelegenheit. Das war die Gefahr bereinigt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Ach Mann. Einwurf landet beim Gegner. Gelb, ja. Keine Karte. Da ist die Flanke. Weite Flanke, Tor. Doch, 2-0. Es zählt. Javairo de Rosa, 45. Minute. Jetzt muss United in der zweiten Halbzeit dreimal treffen, um das Ding hier noch gerade zu biegen. Aber schön, aber dieser Einwurf, dieser Durchsichtsrichter, ja? Und der bleibt da verstehen.
Und damit war es für De Rosso eigentlich kein Problem, das Ding da einzunicken. Für ihn ist es Tor Nummer 5 in der laufenden, im laufenden Wettbewerb. Also insgesamt 3:1. Nach diesem 2-0. Den Elfmeter noch zu verschossen. 5 Minuten vorher hat man einen Elfmeter verschossen. Da hätte man schon auf 2-0 stellen können. Jetzt hat man es doch noch irgendwie hingebogen. Und dann ist Halbzeit. 2-0. Sie müssen weiter konzentrieren. Es gibt die Rache wahrscheinlich erstmal Stand jetzt für 2011, für das Ausscheiden damals im Halbfinale. Heute ist man erstmal auf dem Weg. So, es gibt natürlich erstmal einen Doppelwechsel. Es muss einen Doppelwechsel geben. Genau, diesen Doppelwechsel gibt es jetzt auch. Also, sowohl Glatzer raus, als auch Paulinho raus. Die beiden gelb vorbelassen. Wenn man da irgendwas riskiert. Deswegen kommt zumindest Coutinho und Bella Korczab jetzt neu in der Mannschaft. Zweiter Spielabschnitt. Wer kommt ins Viertelfinale? Ah! Okay, das war ein bisschen gut. Das war gut, taktisch gut gemacht. Rashford, glaube ich, war's. Der hatte man zumindest für den Elfmeter verschossen. Rashford. Verteidiger ist dazwischen. Kein Foul. Warum wegen der Ball zum Richter? Sie kommen über den Flügel. Die Flanke weit auf den Pfosten, auf den zweiten Pfosten. Und den Rosen kann das Ding nicht Richtung Tor bringen. Ich denke mal, wenn die Schalke hier auf 3-0 stellen, ist das Thema durch. Nächstes Spiel übrigens in der Liga gegen den VfL Wolfsburg. Aber das ist jetzt gerade noch uninteressant. United kommt über die Außenbahn. Und Tor für United. Bella Kotschap hat es vorgelegt. Ich hatte den Ball zu sehr in die Mitte geköpft und dann ist es, glaube ich, Martial, ja. Also brauchen wir halt erstmal noch 2 Tore. Aber das ist natürlich bitter, weil sie sich doch eigentlich so ein bisschen weniger selber, mehr oder weniger selber reingelegt haben, ja. Und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Mensch. Ja, ja, ja. Tor Nummer 2 für Martial. Steht es nun 3:2. Es geht weiter. Number 9, Anthony Martial. Also Martial auf jeden Fall 1 mit dem Mannschaftstreffer. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da können sie erstmal klären. Guter Vorstoß da jetzt. Ja, Flanke kommt kurz. Ja, diesmal kommt die Flanke nicht an. War zwar eben genauso, fast Tor. Da blieb der Herr stehen und der Rose nickte ein, aber jetzt... Ach Mann, Marco unnötig, sagen wir mal so. Absolute Marke unnötig, dieses Gegentor. Coutinho. Coutinho. Aber der verliert den Ball da vorne. Einwurf jetzt, haben sie sich gut erkämpft. Ja. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Richter. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Versucht's mal! Da können sie klären. Der war gut, der dabei, dass er gut geklärt war. Jetzt ein bisschen weg vom Tor. Jetzt kommt die Ecke. Den Ball kann er rausköpfen. Ball gegen wieder Marco Richter, der wieder ein bisschen Betrieb macht. Und das war wichtig von De Gea, dass er den, wie gesagt, ist das Feld hier Tor Nummer 3 für die Gäste, ist das Thema gegessen. 72. Minute, Rashford, wieder von der Seite, ein bisschen. Musiala muss da rein. Bloß keinen blöden Elfmeter. Martial, und das war ganz, ganz wichtig für Zentner. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Gut gelöst. Da, Malik, ciao. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Es sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Ja, aber das war doch nichts. Wir verlieren momentan zu sehr die Bälle, zu schnell die Bälle. Geht nach innen. Martial. Und jetzt der Schuss. Klasse rangekommen. Ja, fällt hier das 2-2. Könnte mal ein bisschen was spannend werden. Jetzt kommt United noch mal ein bisschen. Weg damit. Gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Bruno Fernandes.
Einwurf. Einwurf United. 6 Minuten haben wir hier noch. Martial. Pogba jetzt raus. Jetzt ist es vorbei. Schlecht verteidigt. Hab dich. Erstmal zumindest. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Na! Das tut jetzt gerade extrem weh, dieses die Abseits. Ja. Absolut klare Entscheidung. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ist jetzt egal, das bringt jetzt uns ein bisschen mehr Zeit. 2 Minuten werden nachgespielt. Schön dazwischen. Weg ist der Ball. Wieder weg. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. So, und jetzt haben die Schalker nochmal einen Konter. Bitte aber nicht ausgespielt. Das Thema ist durch. Schalke gewinnt bei Manchester United und steht im Viertelfinale. Gott sei Dank, ey. Reicht das nicht für die ganz großen Aufgaben? Da muss mehr kommen. Ist aber so ein Spiel, an dem diese Mannschaft wachsen kann. Also das glaube ich schon. Ja, zumindest mal einen harten Brocken aber aus dem Weg geräumt mit Manchester United immerhin einer der Favoriten weg. Yes! Ah, tut das gut gerade. Relativ früh auf 2-0 gestellt. Aber man muss sagen, United hat es nicht schlecht gemacht. Sie haben halt dann am Ende die Bälle gewonnen. Aber konnte noch nicht mal das Gegentor, sagen wir mal so. Das haben wir uns gerade ein bisschen selber reingehauen. Durch diese schwache Kopfballabwehr. Aber man steht weiter. Man ist weiter in der nächsten Runde. Und ja, das ist jetzt natürlich. PSG sind uns auch raus. Nur so nebenbei. Aber gegen Real immerhin, ne? Muss man mal auch so sagen. So, das nächste Spiel heißt gegen Manchester United und das Spiel ist am Wolfsburg in der Liga, so rum ist es richtig. Und das sehen wir zu der nächsten Folge an.